Du hörst den Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und bei mir heute in der Show ist Stefano, das sagt er uns gleich, Mikali, mit dem Thema heute. Ich habe mir einfach mal eine Headline für uns überlegt. So werden wir das Startup Game für die große Masse öffnen. Herzlich willkommen. Danke, hi Norman. Wie sage ich es richtig? Es ist Stefano. Ganz italienisch. Ganz italienisch. Ja, da kommen wir auch gleich noch zu. Stefano, wir haben heute ein ganz spannendes Thema und eine ganz besondere Podcast-Folge. Zum einen werden wir heute natürlich kräftig was für die Startup-Szene machen und auf der anderen Seite ist das hier ein Live-Podcast. Also für alle, die das noch nicht wissen, wir kommunizieren das immer wieder auf der Genius Alliance University Page und dort gibt es einen Link. Man kann hier teilnehmen und wir schalten dann die Teilnehmer hier frei und machen dann so eine kleine Q&A-Runde in einer zweiten Session. So, Stefano, bevor wir so richtig loslegen, erzähl uns doch ein bisschen was über dich. Wer bist du so als Privatperson und was genau machst du beruflich? Wenn aus smart, genial wird. Wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird. Dann kommt zusammen, was zusammengehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Große Fragen, ne? Mein Name ist Stefano. Ich bin mittlerweile seit 5 Jahren bei einer Unternehmensberatung, die InnoArchitect heißt. Meine Aufgabe war es dort eigentlich, und ist es immer noch, große Unternehmen dazu zu bringen, so zu arbeiten wie Startups. Also wir möchten wirklich dorthin gehen, dass wir sagen, hey, größere Unternehmen, die sich einbringen, Projekte auf die Straße bringen und mehrere Millionen zum Teil eben in Projekte investieren, dass sie dort eben auch viel schlanker arbeiten und viel eher so arbeiten wie Startups. Und in diesem Rahmen durfte ich bereits Corporate Startups begleiten, ich durfte Menschen befähigen. Und in diesem Rahmen bin ich dann ja auch zu meinem Startup selbst gekommen, von dem wir dann später auch sprechen werden. Aber so zu mir gibt es vieles zu sagen. Hau raus. Ich bin ursprünglich aus Italien, habe hier in der Schweiz studiert, bin auch hier aufgewachsen. Seit einem Jahr, vielleicht so Corona-bedingt, keine Ahnung, leidenschaftlicher Motorradfan. Habe mir ein Motorrad gekauft. Was fährst du? Muss ich gleich reinkretschen. Ich fahre eine Triumph Speed Triple. Sagt mir nichts. Rennmaschine? Ja. Nee, nicht so, schon eine Straßenmaschine, aber ein 1100, also macht Spaß. Okay, ich bin ja eher so der Cruiser, ja? Also Harley. Sehr cool. Okay, sehr cool, ja. Der Schweizer Berge, Traum. Ja, extrem, ne? Vor allem, wenn es irgendwie draußen schön ist und dann ein bisschen mehr genommen, die Kurven, die kannst du nicht schlagen. Ja. Sehr cool. Okay. Genau, und sonst, zu mir gibt es nicht viel mehr zu erzählen. Ich bin eben extrem engagiert im ganzen Thema Startup und im ganzen Thema Innovation, einfach weil ich es unglaublich spannend finde. Also ich versuche da nicht irgendwie ein Ziel zu erreichen, sondern ich lerne auf dem Weg. Ja, und ich finde es eigentlich unglaublich schön, ganz viele neue Menschen kennenzulernen und diese eben auch bei ihrem Weg zu begleiten. Also immer diese Projekte, die sie dann anspringen oder die ich mit ihnen irgendwie versprechen kann, das ist das, was mich eben ein bisschen auch antreibt, die Leute dahinter zu verstehen. Ja. Warum Startups? Warum, ich meine, es hätte ja auch alles andere sein können. Ja. Unternehmensberatung ist ja jetzt ein breites Feld. Warum gerade die Gründer und Gründerinnen? Also Startups an sich sind ja nicht gerade bekannt als das zahlungskräftigste Publikum. Und das geht es mir ja auch gar nicht. Sondern ich finde die Geschichten dahinter extrem spannend. Mhm. Ich glaube, man kann ganz, ganz viel Mühe und ganz, ganz viel Energie und Geld eben auch sparen auf dem Weg zur Gründung oder eben zum erfolgreichen Startup, wenn man dort ein bisschen intelligenter vorgeht. Und
Ich glaube, das Ganze, das ich lernen durfte und das ich immer noch am Lernen bin, das gebe ich noch so gerne weiter, aus dem Grund, weil ich denke, es gibt so viele smartere Ways, wie man eben so ein Startup hochfahren kann. Und man sieht es ja auch in der Forschung, die besten Gründer sind Gründer zwischen 35 und 40, einfach weil die bereits erste Erfahrungen gemacht haben. Und ich fand es wie schade, wenn diese Learnings nicht auch an jüngere Gründerinnen und Gründer fließen würde. Deswegen ja. Ganz ehrlich, wegen den Geschichten und ja, weil es eben auch spannend ist. Ja, sehr cool. Ja. Das ist übrigens auch der Grund, also spätestens jetzt haben unsere Hörer und Hörerinnen verstanden, warum du hier im Podcast bist. Weil wir, glaube ich, aus Europa heraus auch einen Impact leisten müssen. Das ist so ein Auftrag, den du dir ja auch verschrieben hast. Das ganze Thema Startup und Unternehmensberatung finde ich spannend. Da würde ich ganz gerne nochmal einen kleinen Abstecher machen, weil welche Strategie, also mal angenommen, jetzt hört hier ein Großkonzern zu oder ein großer Mittelständler zu, ja, dann ist natürlich das immer eine ganz schöne Geschichte, ganz was Feines, so ein Startup zu haben, ja, selber aufzubauen, zu inkubieren oder vielleicht sogar zuzukaufen. Welche Strategien habt ihr, ohne dass wir jetzt da so ein Deep Dive machen, muss man vielleicht nochmal eine Podcast-Folge zu machen, aber welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich ein großes Unternehmen bin, mir vielleicht genau in dieser Szene neue Marktpotenziale zu erschließen? Es gibt immer die Frage Make or Buy. Und wir sind sehr davon überzeugt, eben, dass Innovation eigentlich ein Kerngeschäft ist. Es ist extrem schwierig, es innerhalb der größeren Organisationen wirklich so schlank und schnell und agil vorantreiben zu können, wie ein Startup es eben tun würde. Unser Approach ist dort eher, dass wir sagen, komm, wir nehmen wirklich ein bis zwei Projektleiterinnen oder Leiter raus. Und wir nehmen sie bewusst ein bisschen aus dem Tagesgeschäft raus. Wir staffen dort Developer oder eben UX-People rein und wir führen den ganzen Prozess mit Kundeninterviews. Wir staffen das Ganze einfach für dich rein. Und du kannst dir vorstellen, du kommst eigentlich mit einem Projektleiter, mit einer Idee und du wirst eigentlich von der Idee bis zur Skalierung begleitet. Also wir rekrutieren die Kunden für dich, damit du Kundentests durchführen kannst, damit du das Produkt anpassen kannst. Wir helfen dir, das Produkt auf die Straße zu bringen. Wir testen es dann auch live am Markt. Und der Approach ist immer, mit möglichst wenig Zeit möglichst den größten Impact hinzubekommen. Also früh Dinge auszuprobieren, früh Prototypes zu testen, schnell mal auf die Straße und irgendwann mal auch live gehen und zuerst schauen, dass es im Kleinen funktioniert und wenn es dann im Kleinen zum Drehen kommt, das Ganze eben noch größer zu machen. Das ist ein bisschen der Approach, mit dem wir Großunternehmen ja ein bisschen transformieren wollen. Daneben ist es eben auch unser Anliegen, dass wir die Leute dahingehend befähigen, dass es eben auch irgendwann mal selbst tun können. Das geht ein bisschen gegen das übliche Beratertum, dich selbst sozusagen insolvent machen zu wollen. Aber wir glauben daran, dass wenn echte Transformation geschehen will, dann musst du die Leute eben auch fit machen, dass sie die Methodiken und diese Arbeitsweise auch verinnerlichen und selbst umsetzen können. Lass uns, also ich finde das einen ganz spannenden Weg und ich finde vor allen Dingen auch die Brücke ganz interessant zu Moonshot Venture. Das ist nämlich dein Startup, was du gegründet hast. Wichtige Frage, wie bist du auf die Idee gekommen und wie lange gibt es euch schon? Die Entstehungsgeschichte ist ein bisschen typisch für die Zeit in der Pandemie. Ich hatte irgendwie Urlaub gebucht, irgendwie im September, das Ganze fiel ins Wasser, weil man nicht ausreisen konnte oder eben das Land so gesperrt war. Und da war ich eine Woche lang zu Hause und kurz gesagt, mir war extrem langweilig. Und ich habe extrem viel gelesen und da habe ich mich wirklich gefragt, hey, wie könnte ich das Thema Startups, Innovation, das mich eben extrem flasht, mit dem Thema Investieren irgendwie auch verbinden, das mich extrem interessiert. Und habe da auf jeden Fall eine erste Idee mal zu Papier gebracht. Ich habe es visuell aufbereitet, ein bisschen gezeichnet, wie so eine Idee aussehen könnte, wie so ein Workflow aussehen könnte. Und habe es dann extrem schnell, ich habe mal auf LinkedIn gefragt, ob sich irgendwie Leute in dieser Zielgruppe, die ich eben anspreche, finden lassen. Habe dann extrem schnell irgendwie schon fast 10 Interviews gehabt in derselben Woche und konnte die Idee dadurch verfeinern. Also das war echt Glück, dass die Leute da so drauf angesprungen sind. Und so ist das Ganze dann entstanden. Da habe ich dann ganz eine Interviewreihe eigentlich durchgeführt, also irgendwie von 10 bis 20 Interviews, das reicht am Anfang. Habe daraufhin mal eine kleine Landingpage gemacht und mal das Ganze auch quantitativ abtesten lassen wollen. Also ich wollte sehen, wie viele Leute kommen auf die Landingpage, finden die Idee und das Konzept dahinter interessant und hinterlassen irgendeine Form von Commitment, sei es irgendeine E-Mail-Adresse oder was auch immer, oder sie mir ein Mail schreiben, dass sie sagen, hey, ich wäre so gern dabei bei dieser Idee. Ich hatte nicht ein großes Budget. Ich habe es einfach mal organisch auf LinkedIn geteilt, habe eine Unternehmensseite gemacht
hatte daraufhin aber auch nur 300 Unique Users auf der Webseite. Davon haben sich aber 100 Leute dann mit der E-Mail hinterlassen für mehr News, also 30% Conversion. Hallo. Extrem geil, ne? Da hatte ich echt Glück und war echt happy. Aber das war für mich sozusagen das Ausschlaggebende, dass ich da wirklich etwas tun will. Auch eine schöne Herangehensweise. Ja, ja. Wir werden vielleicht nachher noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Sag uns doch mal, was genau Moonshot Ventures macht. Moonshot Ventures versucht eigentlich, wenn ihr alles so das Bild das von Höhle der Löwen kennt, eigentlich das Ganze in die breitere Masse zu bringen. Nicht bei Startups, die bereits gegründet und erfolgreich am Markt sind, sondern wirklich bei Gründerinnen und Gründern, die wirklich in dieser Ideation-Phase drin sind, die eine Geschäftsidee haben, aber sie noch validieren müssen, es ja auf die Straße bringen müssen. Und dort setze ich an, denn ich denke, ganz, ganz viele Leute da draußen haben so ein extrem gutes Wissen und so ein gutes Netzwerk, aber vielleicht nicht gerade eine Million auf dem Konto liegen. Und wenn man das ein bisschen gut und geschickt verbindet und dann die Startups rausfiltert, wo man wirklich sieht, diese Gründerinnen und diese Cases haben wirklich Potenzial, kann man ja auch gemeinsam investieren. Aber bis dahin ist es fast wertvoller für die Startups, wenn man ihnen wirklich hilft, das Ganze mit aufzubauen. Also ich habe da auch Interviews geführt mit Startups und es kam immer wieder so der Spruch in dieser Phase der Startups auf jeden Fall, ja, Geld ist echt nice, aber ich habe irgendwie keine Ahnung, was ich damit anfangen soll, jetzt zu beginnen. Ich brauche eigentlich jemanden, der mir hilft, das Ganze aufzubauen. Und dorthin wollte ich eben auch mit Moonshot Ventures hingehen. Ja. Also an dieser Stelle, bevor ich es vergesse, noch einen ganz herzlichen Gruß an Michal, der uns verbindet hat. Sehr gerne, Verbunden hat. was ich sehr interessant finde, wir haben so ein paar Parallelen, also ihr mit Moonshot Ventures und mit Jeans Lines. Da haben wir uns schon committed, dass wir uns da ein bisschen tiefer austauschen wollen, weil das ist auch das, was ich sehe bei den Startups. Es sind ganz viele tolle Ideen, die irgendwann in der Schublade landen, weil vielleicht ein Teil der Wertschöpfungskette fehlt, ja, weil vielleicht Geld fehlt, weil das Netzwerk fehlt, weil die Gründer teilweise auch sehr jung vielleicht auch noch sind, ja, oder wenn sie schon in deiner besagten Zielgruppe sind, so 35, 40, 45, dass dann vielleicht nicht das richtige Netzwerk da ist, ja, dass man sich ja über die Zeit vielleicht auf andere Business Themen konzentriert hat. Und deswegen finde ich das einen starken Impact. Und ich habe gelesen, im Grunde ist es so eine Trilogie, die ihr da anbietet. Das ist einmal also Founding Angels, wenn man so will, Business Experts und das ganze Thema Community, was ich sehr wichtig finde, dass man sich so untereinander gegenseitig hilft. Ja, oder vielleicht immer wieder ja auch ein Thema, einen Co-Founder finden, ja. Dass man das nicht alleine rockt, sondern dann eben vielleicht mit jemandem zusammen, also dafür eine Plattform zu schaffen, finde ich sehr stark. Wie viel habt ihr jetzt bei euch auf der Plattform? Wir haben jetzt, also wir sind im ersten Piloten, da will ich den Piloten auch bewusst klein halten, also das Netzwerk muss ich auf eine Art und Weise simulieren. Ich kann nicht gerade mit 100 Personen starten, hier sind wir mit 12 auf die Reise gegangen, also wir haben 12 Founding Angels, das sind sozusagen wie Business Angels mit dem Unterschied, dass sie nicht da sind, wenn das Business schon steht, sondern wenn sie eben noch, wir wollen die Teams ja zum Founding bringen. Und auf der anderen Seite sind wir mit 4 Startups ins Rennen gegangen, wo wir wirklich erste Pitches gemacht haben. Die Startups mussten die Idee-Pitches, dann haben die Angels und die Community dahinter und das Netzwerk dahinter auch entschieden, mit wem, dass sie eigentlich zusammenarbeiten wollen. Also, es geht ja auch darum, haben wir überhaupt Bock und glauben wir an dich und an deinen Case. Und da sind wir mit 3 Teams weitergegangen. Michael ist einer davon, mit seinem Dika Sports Club. Ja. Und haben dann auch angefangen, durch das Netzwerk der Founding Angels wirklich mögliche Kunden zu rekrutieren direkt. Wir haben 3 Tagessprint gemacht mit den 3 Startups und haben dort innerhalb der Tagessprints nicht einfach nur Dinge umgesetzt, sondern wir hatten fixe Slots mit wirklich Kundeninterviews. Wo wir wirklich echte potenzielle Kunden dieser Ideen eingeladen haben und die Idee gleich abgetestet haben mit ihnen. Und das bedingte dann auch, dass wir die Ideen anpassen mussten, dass wir nach links oder nach rechts gehen mussten. Aber nach diesen 3 Tagen hatten wir eigentlich schon eine echte Kundenvalidierung auf unseren Cases und gehen jetzt sozusagen weiter in den Coaching-Modus, wo wirklich 2 bis 3 Founding Angels, die ich mittlerweile fast wöchentlich
eine Stunde lang coachen und du hast wie fixe 3-Monats-Ziele. Ja. Also es geht wirklich darum, das Ganze zusammenzubringen und die Angels helfen mit ihrer Expertise, mit ihrem Netzwerk, mit ihren Skills. Und ganz am Schluss entscheiden wir uns dann auch mal für ein Startup, wo wir sagen, hey, da glauben wir an Leute und wir glauben an den Case und da investieren wir auch Geld darin. Es geht wirklich um diese Trilogie von Geld, Wissen und Netzwerk. All deine Assets, die du irgendwie einbringen kannst. Wenn du möchtest, geht es ein bisschen ins Crowd-Investing rein mit einer Mischung aus Crowd-Venturing, wenn es den Begriff überhaupt gibt, ja. Ja, aber das ist, also zwei Faktoren finde ich da extrem wichtig, dass natürlich auch mit dem Ziel, Umsatz zu generieren, also auch Kunden zu gewinnen, ne? Dieser Akquisitionsprozess oder Prozesse, gibt ja auch Kooperationspartner, die dann gewonnen werden können, um das schneller zu skalieren. Aber was mir auch sehr gut gefällt, ist dieses nicht in die Masse zu gehen. Also es geht jetzt nicht darum, 1000 Startups irgendwie auf die Plattform zu heben, sondern erstmal wirklich zu validieren und auch zu kuratieren, auch die Angels zu kuratieren und zu sagen, wer passt denn eigentlich hier zu wem? Ja, das finde ich einen guten Auftrag. Wir haben im Vorfeld für diesen Live-Podcast hier ein paar Themen vorgegeben. Eines davon war, warum Startups häufig zu Beginn scheitern. Lass uns mal in dieses Thema eintauchen, weil ich glaube, das ist für viele Zuhörer ein großes Thema, um auch so ein bisschen vielleicht sich zu orientieren. Betrifft mich das auch, ja? Oder befinde ich mich genau in so einer Situation? Was ist aus deiner Sicht da vielleicht so die Top 3? Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, ein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien Strategie-Call in den Shownotes dieser Podcast-Folge zu finden oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-alliance.com und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich. Es gibt ja auch immer mehrere Studien dazu, Top 20 Reasons Why Startups Fail und etc. Ich glaube, durch das, was ich als Fano Architects gesehen habe und was ich auch mit den Startups erlebe, ist der Top Reason überhaupt, warum Startups failen, ist wirklich, dass wir kein Marktbedürfnis treffen. Wir machen einfach etwas, das niemand da draußen interessiert, doof gesagt. Und die erste Aufgabe, die Aufgabe eines Startups sollte meiner Meinung nach eben auch sein, systematisch Risiken im Businessmodell zu eliminieren. Und das größte Risiko ist am Anfang einfach der Kunde. Der Kunde hat überhaupt kein Problem oder kein Bedürfnis danach. Er sieht keinen Mehrwert in der ganzen Idee. Und das Ganze kannst du eben extrem früh schon abtesten gehen. Dafür brauchst du nicht das fertige, gecodete Produkt. Das Konzept reicht am Anfang. Irgendwann musst du mal was bauen, ne? Das ist klar. Aber bis dahin kannst du schon sehr viel Risiko aus dem Case rausnehmen, indem du eben das Ganze ein bisschen vorvalidierst. Ich glaube, das ist der größte Grund überhaupt. Das zeigt es dann sicher eben auch das Team. Und da spreche ich nicht nur über die Fähigkeiten. Also klar, man braucht ein bisschen diverse Fähigkeiten, ein gutes Netzwerk und die Leute müssen auch komplementär zueinander sein. Aber ich glaube, die Willigkeit zu adaptieren, ne? Also du kommst nicht drum herum. Irgendwie 2/3 aller erfolgreichen Startups haben schon mal einen Pivot durchgeführt, mussten sie auch. Wenn du wirklich mit Kunden sprechen gehst und deine Idee validierst, dann bekommst du so harsches und ehrliches Feedback wie sonst nirgendwo. Aber dann musst du auch willig sein, deine Idee eben basierend dem Markt auch anzupassen, damit es Erfolg haben wird. Und so hab ich das Gefühl, wird das Ganze auch ein bisschen funktionieren. Ja, stark. Vor allen Dingen, weil das auch ein Aushalten ist. Ja. Ja. Ich meine, wir sind total verliebt, weil wir irgendwie im Urlaub auf eine coole Idee gekommen sind, ja, oder auf einem Bierdeckel mit unserem Kumpel oder wie auch immer das Ganze skizziert haben. Und je länger du dich damit beschäftigst, desto mehr ist ja, oder desto mehr Argumente gibst du ja dir selber, ja, deine innere Stimme verkauft dir ja die ganze Zeit die Idee, ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass das im Markt wirklich erfolgreich sein wird, wird ja immer mehr außer Acht gelassen. Aber da wirklich reinzugehen, ich fand den Begriff oder die Aussage von dir gerade sehr, sehr cool, das Risiko rausnehmen, ja. Also wie kann ich es schaffen, im Vorfeld zu validieren und zu schauen, funktioniert das, ja, gibt es eine Nachfrage, ja.
Ich glaube, eben diese Risiken kannst du auch in drei Kategorien einteilen. Wir sprechen immer über Wünschbarkeitsrisiken, also ist es wünschbar im Markt? Haben wir irgendwie Kunden, die dieses Problem haben, die dieses Bedürfnis haben, die diesen Mehrwert auch überhaupt suchen? Dann das Thema Wirtschaftlichkeit, also ist das Potenzial überhaupt genug groß? Wird es uns jemals irgendwie eben auch Revenue generieren oder ist einfach eine nette Idee, was ja auch okay ist. Viability, wie wir es nennen auf Englisch, ist ja eine Ansichtssache, was eben dein Business-Ziel halt ist. Ist es Cash? Ist es irgendwie sozialer Nutzen? Das muss es aber eben auch erreichen. Das ist auch ein Risiko. Und das dritte ist Machbarkeit. Und das Thema ist das, dass wenn du die Wünschbarkeit nicht hast, dann wird die Wirtschaftlichkeit und die Machbarkeit sehr schnell irrelevant, weil du kannst noch das beste Businessmodell haben. Wenn du keine Kunden hast, die das Ganze kaufen, dann wird dir das beste Businessmodell auch nichts mehr bringen. Und ob das jetzt Ganze auch technisch machbar ist oder nicht, das wird erst dann relevant, wenn der Kunde es eben auch haben will. Deswegen finde ich eben, dass das Abtesten, die Validierung von der Wünschbarkeit eines der wichtigsten Themen, wenn es darum geht, warum Startups eben ja, heute scheitern. Ja. Muss ich denn immer der Wasserverkäufer in der Wüste sein? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, dass du der einzige Markt sein musst. Ich glaube, der Differenzierungsfaktor ist wer es schafft, eigentlich das Bedürfnis des Kunden besser zu verstehen als die Konkurrenz und das besser zu bedienen. Ja, wenn du ihn, ja, die großen Player anschaust, ne, Microsoft, Toyota, Facebook, das waren nicht immer die ersten. Das sind einfach die im Moment oder per Annahme im Moment das Kundenbedürfnis am besten befriedigen. Und das sagen wir auch den Großkunden bei InnoArchitects. Ist genau gleich wie bei den Startups. Der Wettbewerbsvorteil am Markt wird in Zukunft nicht nur Geld sein und einfach Cash, das du auf der Seite hast, sondern diesen Speed of Validated Learning. Wer schneller validierte Lernzyklen durchführen kann, schneller mit Kunden abtesten kann, schnell das Ganze auf den Markt bringen kann und gleich erst Erfolge feiern kann, das wird der Wettbewerbsvorteil sein. Und da haben Startups natürlich extremen Vorteil. Ja, ist ganz interessant, weil dazu habe ich vor ein paar Tagen eine Podcast-Folge gemacht. Ein Alleinstellungsmerkmal zu finden für dein Unternehmen ist in jedem Fall ein universelles, ja, Alleinstellungsmerkmal ist Geschwindigkeit. Ja, genau wie du sagst, man muss nicht der Erste sein im Markt, aber wenn du es schaffst, deinen Service, dein Produkt besser und schneller anzubieten, dann ist natürlich, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum viele Unternehmen eben auch sagen, so ein Schnellboot, ja, hält unsere Wirtschaftlichkeit oder Wettbewerbsfähigkeit und unseren Innovationsauftrag eben auch wach, ja, indem wir genau am Markt auf Bedürfnisse reagieren können. Vielleicht nicht in unserer Komplexität des Unternehmens, ja, weil es uns schon seit Jahrzehnten gibt, traditionelles Familienunternehmen oder wie auch immer, aber in Form von Startups, ja, absolut. Ja, sehr Das spannend. kannst du eben auch in Symbiose mit dem Großunternehmen machen. Da haben wir am Anfang darüber gesprochen, make or buy. Ich glaube nicht, das eine schließt das andere aus. Es gibt Dinge, die du vielleicht eben da bewusst kaufen willst oder Startups, die du aufkaufen willst, um davon zu lernen. Du möchtest die vielleicht noch nicht gleich integrieren und da gibt es Cases, die möchtest du aber auch selbst tun. Und das Gleiche gilt auch für Startups. Da geht es halt eben, Dinge schnell auszuprobieren. Und ich meine, mit den ganzen Mitteln, die wir heute haben, No-Code etc., kannst du ja relativ schnell konkrete Tatsachen schaffen und diese Dinge auch abtesten. Riesenvorteil, jetzt auch gerade in der Zeit, ja. Also denkt man mal 15 Jahre zurück, sehr viel schwieriger, ja. Aber auf der anderen Seite, ja, gegenwärtig eben auch sehr viel schwieriger, weil es so viele andere eben auch machen können. Ja, also das kommt, ich glaube, das hebt sich Ich glaube, du kannst heute schneller sein, du bist auch einfacher am Markt, es ist eben umkämpfter. Und da musst du wirklich schauen, dass du nicht einfach das Gleiche machst wie die anderen und dich nur an der Konkurrenz orientierst, sondern eben auch schaust, wie kann ich einen Kundenmehrwert besser bringen als die Konkurrenz und nicht einfach dasselbe tun wie die Konkurrenz. Ich glaube, das ist der Unterschied. Und was wir jetzt auch mit Moonshot Ventures versuchen, mit den Startups, ist eben auch in diese Blue Ocean Strategien reinzugehen, weil wir sagen, hey, wir wollen nicht auf einen umkämpften roten Markt gehen, dem Red Ocean. Wir wollen versuchen wirklich, ja, das Produkt so auszurichten, dass es irgendwie Märkte ansteuert, die heute noch nicht ganz so bedient werden. Schön. Okay, wir haben einen Punkt herausgearbeitet, auf drei haben wir uns committed. Thema, wie ist der Bedarf tatsächlich im Markt? Ja, mit allem. Was wäre noch ein wichtiger Punkt, der zu nennen wäre, an dem Startups häufig scheitern aus deiner Sicht? Wie gesagt, ich denke, es ist wirklich auch zum Teil das Team. Also man hat nicht die richtigen Fähigkeiten im Team, nicht die richtigen Leute im Team, nicht das
auch das richtige Mindset und eine gemeinsame Ausrichtung und das Wissen, wohin. Und eben auch die Fähigkeit, sowohl lernen zu wollen, als eben auch adaptieren zu wollen. Mhm. Ich glaube, ja, Lernfähigkeit und Lernwilligkeit, das sind große Skills, die Gründerinnen und Gründer haben müssen. Mhm. Sei es Lernen vom Markt, sei es eben Lernen von anderen Personen, vom Netzwerk, von eben solchen Founding Angels, wie wir sie haben. Mhm. Und dort wirklich auch willig sein, die eigene Vision zu verfolgen, aber trotzdem den Weg dorthin anzupassen, damit es dem Markt wirklich entsprechend bedient. Ja, das zu modellieren, ja, absolut. Ja. Ja. Und was ich eben auch sehe, vor allem bei Startups, also ich glaube, Corporates sind dort, haben sie einen kleinen Skill-Boost, beziehungsweise einen Vorteil, ist wirklich das strategische Denken, das ist wirklich den Case strategisch auszurichten. Mhm. Viele Startups, die ich jetzt getroffen habe, sind extrem coole Techies, extrem coole, Tech-Nerds, die wirklich was auf dem Kasten haben, die echt einen Vorsprung haben gegenüber anderen, aber das ganze Thema strategische Ausrichtung des Case, welche Märkte wollen wir wirklich anzielen, welche vielleicht bewusst auch nicht, wie positionieren wir uns am Markt, ich glaube, das ist sicher noch eine Fähigkeit, die wir unbedingt stärken müssen als Startups. Mhm. Das erinnert mich an einen Termin, den ich letztens hatte, in einem Zoom-Call mit einem Startup, da saßen drei Jungs vor mir, Alter zwischen 20, 23, völlig abgekämpft, ja, also und auch so ein bisschen aufgeregt, was passiert jetzt eigentlich? Und dann haben die einfach eine richtig coole Applikation entwickelt, Web-Applikation, iOS, Android, alles fertig, ja, vom Design her top, ja, und dann habe ich so gefragt, wie sieht's denn aus mit euren Aufgaben, wer macht denn bei euch was, ja? jeder hat da so sein Feld, aber keiner war CEO, ja, CFO gab es auch nicht, ja, aber technisch war alles da, vom Marketing war alles da und Vertrieb haben sie abgebildet. Aber keiner war so der, der die Unternehmensstrategie geführt hat, ja, oder der so dieses am Unternehmen arbeiten. Ja, es waren im Grunde alles Fachkräfte, die sich dort getroffen haben und die haben wirklich was richtig Cooles auf die Beine gestellt. Und deswegen das Thema Team, ja, wer fehlt tatsächlich bei mir im Team? Und auch dieses kontinuierliche Lernen finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ja, betrifft jetzt nicht nur Startups, sondern sehe ich eben auch in Corporates, dass das einfach für die persönliche Weiterentwicklung, aber auch für die fürs Business. Also wenn ich mir überlege, was gerade so alles im Markt mit NFTs und Dezentralisierung gerade passiert, das explodiert ja förmlich. Ja, also wir sind, glaube ich, in dieser exponentiellen Entwicklung gerade, in dieser Schwungphase. Da noch mitzuhalten heißt lernen, 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 Podcasts hören, ja, und so weiter. Sehr stark. Also, wir haben das ganze Thema Marktvalidierung, also Bedürfnisse, treffe ich den Nerv bei meiner Zielgruppe. Wir haben das Thema Team. Was ist noch so der dritte große Punkt? Also, wenn ich das ein bisschen anschaue, dann ist für mich wirklich die Frage nach eben Potenzial und irgendwie das Geld, das ausgegangen ist. Das ist sicher Nummer drei bei Startups. Das kann man auch so sagen. Geld ist ein wichtiger Faktor. Ja. Aber dass du eben deine Zahlen nicht im Griff hast. Ich glaube, so langweilig diese Zahlen auch sein mögen, zu wissen, wie hoch deine Burn Rate ist, zu wissen, wie hoch deine Cost of Acquisition ist und wie viel deine Customer Lifetime Value ist, also wie lange ein Kunde bei dir bleibt, bevor er abspringt und was es dich gekostet hat, diesen Kunden überhaupt erst auf die Plattform zu bringen oder wo auch immer. Diese Zahlen zu wissen, sind extrem wichtig, damit du auch schauen kannst, hey, bin ich irgendwie hier am Geld verbrennen oder Geld am Verdienen? Ja. Also Wachstum ist immer so ein Augenschein, das sieht immer gut aus, aber es ist ja auch einfach zu wachsen, wenn du irgendwie einen Dollar für 90 Cent verkaufst. Und genau darum geht es. Es gibt ja auch Möglichkeiten, wo du eigentlich siehst, hey, ich verliere bei jedem Einkauf pro Person eigentlich Geld. Aber das sehe ich auf der großen Masse dann nicht mehr ganz so stark. Aber so im Einzelnen verdiene ich eigentlich gar kein richtiges Geld, weil ich diese Zahlen nicht im Griff habe. Also das Geld, das ausgegangen ist, ist sicher auf Platz 3. Und ich denke auch, wenn du Platz 1 und Platz 2 im Griff hast, also sozusagen, also eben, wenn du eben ein Marktbedürfnis hast, wenn du wirklich quantitativ auch aufzeigen kannst, dass da eine gewisse Traction dahinter ist, also ein gewisses Kundencommitment da ist, und auch strategisch fähig bist im Team, das alles zu leisten und die richtigen Leute im Team hast, habe ich auch das Gefühl, dann wirst du auch in Geld kommen. Dann wird es daran nicht scheitern. Also ich glaube, Schritt 1 und 2 sind vielleicht sogar Frühindikatoren dafür, dass Schritt 3 dann eintreten könnte, wenn du es nicht hast. Ja. Als Beispiel, ne, du kannst jetzt sagen, Moonshot Ventures als kleines Beispiel, ich habe jetzt irgendwie 100 Leute in der Pipeline, dank diesem Traction-Test, den ich gemacht habe. Ich habe
die haben nur eine E-Mail hinterlassen. Ne? Das ist, ich habe noch nicht viel mehr. Aber das ist schon in Marktdaten, die ich habe, die auch in einem Pitch vor Investoren zeigen würden, hey, da ist schon eine gewisse Nachfrage da. Auch wenn ich noch gar nichts umgesetzt habe und jetzt euer Geld dafür brauche. Und das sind viel bessere Argumente für so ein Fundraising als einfach eine coole Story. Ja, ich meine, überleg mir, wie wertvoll heute ein Engagement ist einer Community oder überhaupt Leuten, die dir folgen. Ja, also früher konnten sich die Leute ja noch hinreißen, mal ein Like zu geben. Ja, heute ist das ja schon inflationär. Ja, welche Bedeutung hat das eigentlich noch? Ja, aber das finde ich einen sehr coolen Weg. Zum Thema Finanzakquisition, welche Möglichkeiten bietet ihr da im Speziellen? Also ist das eine Direktansprache von Investoren, ja, dass ihr diesen Prozess dorthin führt oder wie sieht das aus? Bei Moonshot Ventures gehen wir dorthin, dass wir sagen, hey, die Leute, die eben helfen, das Business aufzubauen, das sind diese Founding Angels, die können sich dann auch dazu entscheiden, dort finanziell zu unterstützen. Mhm. Also du unterstützt mit Netzwerk, mit deinen Skills und hilfst das Ganze aufzubauen und dann investieren wir eigentlich gemeinsam in den Case und in die Leute, die wir eigentlich glauben. Mhm. Da musst du nicht irgendwie die 20.000, 30.000 Tickets rausholen, weil du ja vielleicht keine Million auf der Seite hast. Aber wenn wir irgendwie 20 Leute sehen und jeder gibt irgendwie 2.000 Schweizer Franken oder eben Euro, kommst du schon mal auf den ersten Startbetrag, mit dem du das Startup was anfangen kannst. Es ist noch nicht das große Geld, es ist auch Early Stage Investment. Aber ich glaube, dort kannst du sehr stark ansetzen, vor allem, weil du eben die Leute, die dich begleitet und unterstützt haben und dich jetzt auch weiterhin unterstützen auf deinem Weg, so auch im Boot hast. Also das ist nicht nur Leute im Boot, die ein bisschen Geld geben, das willst du vielleicht dann später im Prozess das haben, sondern du hast die Leute im Boot, die dich wirklich ja an den Ort hingebracht haben und dich weiterbringen können. Ja, ja. Es ist vor allen Dingen auch so eine Win-Win-Win-Situation, die man damit schafft. Wir machen das ja genauso, dass wir in dieser Pre-Seed-Phase im Grunde aktiv werden. Auf der einen Seite, dass wir den Wert des Startups eigentlich steigern, ja, weil wenn du das einfach mit Fachleuten, mit Experten machst, ist das am anderen Ende ein ganz anderer Pitch, den du gegenüber einem Großinvestor zum Beispiel machen kannst. Auf der anderen Seite kann sich der Investor später dann auch sicher sein, dass die Arbeit, die Vorbereitungsarbeit einfach von Profis oder mit Profis gemacht wurde. Ja, ja, und die Investoren der in der Pre-Seed-Phase, das ist natürlich dann auch für die ein interessantes Business, relativ früh auch an der Geschäftsidee mitwirken zu können, ja, oder das in der Validierung dabei zu sein. Ja. Also das ist ein sehr spannendes Momentum, wie ich finde. Ja. Definitiv, ja. Ich kann dir auch sagen, ne, aus der Interviewreihe mit den Founding Angels habe ich viel mitbekommen. Mhm. Ich habe auch mit Business Angels gesprochen, die heute bereits in Startups investieren. Und die meisten tun es nicht nur aus Renditeüberlegung. Es geht nicht um harte Renditen hinzubringen, sondern die wollen irgendwie an den Geschichten der Startups irgendwie teilhaben und Teil der Geschichte sein und diese Geschichte auch erzählen können. Und ich denke, das kann man so viel schlauer machen, als einfach das Geld zu geben. Mhm. Es gibt ja auch ganz viele Plattformen heute schon, wo du irgendwie mit $50 in eine Wandelanleihe auf Startups kaufen kannst und so partizipierst. Aber du bist halt hinter dem PC und machst dann mal diesen Deal und dann hörst du nichts mehr. Genau, dann hörst du gar nichts mehr vom Startup und partizipierst nicht an der Geschichte des Startups überhaupt. Ne? Ja, und das ist ja auch das, was uns beide so fasziniert an dieser Kultur, ja, an diesem Mindset. Ich finde, ich arbeite total gern mit Startups, weil es einfach so ein das sind einfach so open-minded Leute, ja, dass im Grunde alles vorstellbar ist und man es gemeinsam auf dem Weg, wie du sagst, modellieren, verändern, variieren kann. Sehr, sehr cool. Ja. Stefano, nach zwei Unterbrechungen im Podcast, das hatte ich noch nie, also muss es was Besonderes sein heute hier. Ist es. Gibt es ein Passion Project, an dem du momentan arbeitest oder was du vielleicht noch so in deiner Schublade hast, wo du sagst, hey, das kommt irgendwann noch? Es gibt natürlich einige Dinge, da kann ich dich, glaube ich, schlecht anlügen. Bei mir gibt es auch noch das Thema, eine eigene Likörflasche mal rauszubringen. Keine Ahnung, ich hatte das schon immer mal auf meiner To-Do-Liste. Ich bin dran mit einem guten Freund von mir, wirklich das Ganze mal auszuprobieren. Also wir haben dort schon die ersten 20 Flaschen mal in Auftrag gegeben, mal das Ganze, um das eben auch hier wieder klein abtesten zu können. Und bevor wir diese Likör
ja sozusagen bestellt haben oder in Auftrag gegeben haben, weil das ja schon ein bisschen Geld kostet, die Rezeptur zu entwickeln, wollten wir uns auch hier wieder sicher sein, dass es eine gewisse Nachfrage gibt in dem Ganzen. Ja, das ist ein bisschen ein Passion-Project, das kommen wird. Wir haben auch ein Pre-Tasting gemacht mit bestehenden Likörs zum Abtesten. Hey, in welche Richtung müsste dann das Ganze für uns gehen? Und dann, ja, wo alle besoffen waren, haben wir noch Pre-Sales gemacht und die 50 Flaschen bereits verkauft. Aber jetzt geht es natürlich daran, echte Tatsachen zu schaffen. Das ist sicher etwas, ja, das ist völlig etwas anderes, ne, als so Tech-Startups oder eben so technologischen Dinge. Aber sicher etwas, das ja, witzig ist zum Ausprobieren. Ja, ja, man braucht den Gegenpol auch wieder zum Analogen, hin zu diesem handwerklichen. Absolut, kann ich total gut verstehen. Ich habe noch eine kleine Personal Insights Runde mit dir vor. Ich stelle dir ein paar Fragen, so ein bisschen Rapid Fire, und du versuchst in einem Wort oder in einem Satz zu antworten. Okay? Sehr gut. Das ist jetzt dein Pitch. Da sind wir nämlich schon bei der ersten Frage, der Elevator Pitch. Was, wer bist du und was genau macht dich aus? Mein Name ist Stefano, ich bin passioniert für Innovation und Startups und ich glaube, mich macht aus, dass man mir nicht einfach so Nein sagen kann und dass ich, glaube ich, noch eine Fähigkeit dafür habe, die Leute an den Tisch zu holen und zu mobilisieren. Ja, sehr geil. Ja, man merkt, das kommt wie aus der Pistole geschossen. Was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeine Eigenart oder ein Spleen, den du noch niemandem erzählt hast und heute hier im Podcast das allererste Mal zum Besten geben möchtest? Ich schreibe zurzeit an einem Roman, aber das ist etwas, das ich nicht aktiv tue, sondern immer dann, wenn ich mal Urlaub für mich habe und mal etwas schreiben möchte, schreibe ich immer an derselben Geschichte weiter. Und sehr keine cool. Ahnung, vielleicht mit 50 Jahren werde ich das Ganze mal releasen. Worum geht es in dem Roman? Eine Kriminalgeschichte. Ah, sehr geil. Ja, sehr cool. Liest du auch viele Kriminalgeschichten so für dich? Ja, sehr gerne. Also ich lese viele Fachbücher, weil es mich einfach interessiert, aber eben auch gerne mal in eine fremde Geschichte, fremde Welten eintauchen, Kriminalgeschichte, ja. Das ist ja das Genre im Bereich Podcasting, was unter anderem am besten läuft, tatsächlich. Ach ja? Ja, also es gibt richtig gute Podcasts zu dem Thema. Ja. Kleiner Tipp. Muss ich mir mal anhören. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Sport. Sport? Mhm. Jeden Tag? Fünfmal die Woche, ich liebe es. Einfach, es baut den Stress ab und fokussiert mich dann für den Tag. Was machst du? Ich trainiere zu Hause zurzeit. Mhm. Also mit Körpergewicht oder eben mit Resistance Band habe ich jetzt angefangen. Mhm. So ein bisschen diese Richtung. Mhm. Okay, cool. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, hätte ich mich gern anders entschieden? Nee, weil alles, was ich bisher getan habe, hat mich dahin gebracht, zu dir im Podcast. Ne? Schöne Antwort. Genau. Stefano, wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, egal ob tot oder lebendig, wer wäre das und was würdest du diese Person fragen? Warren Buffett würde ich gerne mal treffen werden. Und ich würde ihn gerne mal fragen, woran er intelligente und spannende Leute erkennt. Also was so seine Art und Weise ist, ja, wie er gute Personen von nicht so kompetenten Personen erkennen kann. Ja, das wäre eine richtig gute Frage. Ja. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Ich glaube, Autoverkäufer. Ah, wirklich? Ja, mein Papst ist selbst Autoverkäufer. Und ich glaube, das durfte ich auch in den Kinderjahren von ihm lernen. Ein bisschen das Verkaufsflair und ich glaube, da hätten sie sich das auch gerne gewünscht, aber die waren immer extrem offen, dass ich da auch andere Dinge mache. Ja, schön. Das ist wichtig. Ich glaube, hat eine andere Geschichte, ne? Wenn du mit Post-its arbeitest, dass wenn du irgendwie Reifen wechselst, dann musst du noch erklären, warum das jetzt auch harte Arbeit ist. Ja, klar. Ja, schön. Gibt es irgendein Buch, was du gelesen hast, was für dich, muss jetzt kein Fachbuch sein oder so, aber was für dich so einen ganz starken Impact hatte in deinem Leben? Ich würde sagen, Atomic Habits ist ein bekanntes Buch, aber ich fand es extrem spannend zu sehen, so diese psychologische Seite der Gewohnheitsbildung, wie du wirklich Gewohnheiten aufbauen kannst. Hat mir extrem geholfen, auch ja, in mehrere Projekte gleichzeitig parallel angehen zu können und eben immer noch fokussiert zu bleiben. Ja, stark. Pack mal mit in die Shownotes, auch die Kontaktdaten zu dir natürlich. Sehr gerne, sehr gerne.
Welche drei Interviewgäste könntest du für diesen Podcast hier empfehlen? Wen würdest du hier gerne mal hören? Sicher mal meinen Chef, Bain Architects, also er ist ein bisschen auch mein Mentor, Hannes Burkhalter. Von ihm habe ich extrem viel zu verdanken. Er ist auch Advisor von Moonshot Ventures. Ihn würde ich gerne mal in diesem Podcast sehen. Ich glaube, ich fände auch ja, jemand aus Höhle der Löwen mal spannend. Oh, wirklich mal aus der Investorenseite. Wen genau? Wer wäre so dein Favorite? Ich kenne halt eben nur die englischen Shark Tank. Aber da finde ich den O'Leary noch spannend, wegen seiner Persönlichkeit. Und drittens, ich fände es, glaube ich, auch mal spannend, mal so einen Gründer zu sehen, der wirklich gefailed ist. Also nicht jemand, der erfolgreich war und jetzt irgendwie mega durchstartet am Markt, sondern wirklich jemand, der es probiert hat und es nicht geschafft hat und eben auch sagt, hey, was kann man daraus lernen? Ich glaube, das fände ich extrem spannend. Kennst du einen? Nee, gerade nicht niemanden von Hand. Gar nicht so einfach. Ja. Ne? Aber ich schreibe es nochmal auf. Ich werde nochmal nachdenken. Ja. Vielleicht starten wir hier mit dem Aufruf. Melde dich, damit wenn du mal von dir lernen willst. Können. Ja, logisch. Also, ich meine, das müssen wir ja zelebrieren. Ich glaube, es wird immer noch so negativ behaftet. Aber in den USA, wenn du dort irgendwie ein Taxi fährst, sagt dir der Taxifahrer, hey, ich bin schon dreimal gefailed. Und wie geil ist das? Und wie geil ist das denn? Ne? Ja, absolut. Und du weißt, der Taxifahrer wird das jetzt noch ein paar Monate machen, aber der arbeitet schon an der nächsten Idee. Ja, logisch. Und ich glaube, genau um das geht es, dass wir das nicht so negativ behaften. Ja. Es ist auch, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber es ist in Deutschland tatsächlich so ein Thema. Ja? Also hast du einen Unternehmer an die Wand gefahren, dann ist das ein negatives Branding. Ja? Du wirst dann so schnell nicht wieder erfolgreich durchstarten können. Also das ist tatsächlich eine Kultur. Ne? Und wir müssen ja sagen, also wenn ich so an meine berufliche Karriere denke, dann ist ja auch nicht alles kontinuierlich nach oben gegangen. Ja. Also du hast diese Talfahrten und die gehören dazu. Ja? Um auf den nächst höheren Berg zu kommen, musst du durchs Tal. Also völlig klar. Aber wir schauen mal. Ich glaube, meine Tiefpunkte habe ich alle erzählt in diesem Podcast. Vielleicht finden wir noch eine spannende neue Geschichte. Hey, das hat mir total viel Spaß gemacht. Mir auch, danke. Stefano, danke für deine Geduld und für die technischen Raffinessen hier. Ich glaube, wir müssen das Tool für Podcasting noch entwickeln. Ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen, mit der Frage, wenn du eine Sache auf diesem Planeten ändern könntest, was wäre das? Ich glaube, ich würde mehr Menschen dazu bringen wollen, dass sie wirklich ins Machen kommen. Also wirklich mal etwas auszuprobieren und einfach zu tun. Manchmal denken wir einfach zu viel nach und probieren nicht aus. Ich glaube, das würde ich ändern wollen. Schön. Sehr, sehr cool. Und vielleicht noch ein kleiner Nachsatz. Wir haben im Vorfeld beschlossen, der Stefano hat uns ein richtig cooles Angebot dagelassen. Wir verraten aber nicht welches. Wir packen das in die Shownotes dieser Podcast-Folge, die ihr natürlich wie gewohnt auf Jeans Alliance University Plattform findet. Danke, Stefano, für dieses Gespräch. Danke dir nochmal. Danke.